Hallo ihr Lieben. So, ein bisschen fertig und ungeschminkt sitze ich jetzt hier vor der Kamera und drehe mein letztes Video vor der Sommerpause. Gewünscht war ja, was ist in meinem Kosmetiktäschchen? Damit meine ich jetzt Kosmetiktäschchen, also dekorative Kosmetikschminke, jetzt nicht Pflege, Reinigung. Ihr hattet euch ja auch ein Koffervideo gewünscht. Also das Problem ist, so ein Video macht man ja nicht und dann ist es im Netz. Also ich müsste das ja vorbereiten, mindestens so 2 Tage vorher und auch ehe es hochgeladen ist. Und dann müsste ich ja schon 2, 3 Tage vorher meine Koffer packen und dann würde ja alles rumliegen. Und da ich über 3 Wochen unterwegs bin und von Ort zu Ort fahre und ziemlich viel mitnehmen muss, für verschiedene Leute wird das dann, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also was ist in meinem Koffer? Ich kann ja meinen Kofferraum zeigen. Also zum Glück bin ich mit dem Auto unterwegs. Wenn ich jetzt mit dem Flugzeug unterwegs wäre, kann man natürlich, wäre auch dieses Ding zu schwer, also dieses Kosmetiktäschchen, weil ich habe Glassachen hier mit drin. Also auch so Lidschatten, die schwer sind. Also diese Cream Eyeshadows, Longwear Cream Eyeshadows, die sind schwer, also vom Gewicht her. Also erstmal dieses entzückende Täschchen. Fragt mich nicht, ihr könnt es nicht mehr kaufen. Queen of fucking everything. Sie ist so geil. Ich liebe diese Tasche. Sie ist aus London. Man hat so zwei Reißverschlüsse. Einmal hier. Das ist sehr schön. Da kann man zum Beispiel seine Pinsel alle reinmachen. Das finde ich total praktisch. Und bei der Gelegenheit zeige ich euch das gleich mal, was ich hier mit drin habe. Also einmal ist hier so ein Pinsel zum Auftragen von einer Base oder von einem Cream Eyeshadow, ein Verblenderpinsel billig, ein Verblenderpinsel teuer, das heißt einmal Evelyn, einmal MAC. Dann habe ich für, um einen Lidstrich zu ziehen von Bobbi Brown, einen Eyeliner-Pencil. Dann ist hier drin so ein Natural Glaze von Max Factor, das ist dieser helle, um das Innere aufzuhellen, also damit die Augen ein bisschen größer erscheinen. Und einen von NYX ist der, nee, von wem ist denn der? Make-up Forever, das ist so ein Nude-Ton. Und dann kommt noch der mit. Ich erkläre auch gleich noch der einen Zuschauerin unbedingt, warum dieser Pinsel, wenn sie Bermina Reds benutzt oder sich neu zulegt, warum das eigentlich nur mit diesem Pinsel, das Auftragen, Perfektion, also perfekt geht. Und dann nehme ich noch einen Pinsel mit für einen Bronzer. Und hier kann man dann noch so Wattestäbchen und Wattepads mit reinmachen. So, nun kommen wir zu dem anderen Teil hier. Was ist da mit dabei? Und ich schminke mich dabei. Deshalb sehe ich auch so aus, wie ich jetzt aussehe. Einmal, das ist so abgefüllt, das ist ein, was ist es? Rosenwasser. Das muss immer dabei sein. Also mein Rosenwasser. Dabei ist der Mineral Original. Mineral Foundation Bare Minerals. Das ist jetzt der Rest. Ich hoffe, es ist jetzt der Rest. Ist nur noch ganz wenig drin. Ich werde da nicht viel brauchen. Aber ich bin ja zuerst, bevor ich hoffentlich von der Ostseesonne gebräunt werde, bin ich ja in Berlin. Und da muss ich mir ein bisschen. Also, ihr nochmal. Für die Mädels, die ich jetzt angefixt habe. Ihr macht was in das Töpfchen. Minimal. Geht mit diesem entsprechenden Pinsel. Warum? Dieser Pinsel, der hat außen so solche ganz feinen Pinselborsten und innen ist das ganz dick gestopft. Und ihr drückt, ihr presst das ja auf die Haut, diese Mineralien. Also eingerieselt, den Pinsel reingedrückt, verrührt, abgeklopft und dann geht ihr mit Druck und kreisenden Bewegungen auf eure Haut. Und gibt dieses Make-up auf die Haut. Bei einem anderen normalen Pinsel, weil die haben nicht diese Passform. Das ist ja so eine spezielle Form. Also diese Kuhle hier drin, das ist das, was ihr im Prinzip aufs Gesicht drückt, ja, um diese wunderbare Konsistenz zu erhalten, die mit eurer eigenen Haut verschmilzt. So. Rosy Glow N21, ne? Oder 21N. Das ist Highlighter und Rouge. Absoluter Favorit von L'Oreal. Kleines bisschen
Erbsengroß, noch nicht mal. Es ist erbsengroß, ich würde sagen, das ist so eine ganz kleine Johannisbeere. Auf. Nicht über die Pupille. Nicht über die Pupille. Also wie gesagt, ich bin ja nicht nur am Meer, deswegen muss ich mich da auch ein bisschen schminken, was mitnehmen. Aber am Meer schminke ich mich natürlich nicht, wenn ich da zum Strand gehe. Das ist logisch. Aber am Abend vielleicht, ne? Am Abend. Diese Blotting Papers, um gerade im Sommer. So. Das Gesicht zu entfetten. Kann man immer gut gebrauchen. Also die Blotting Papers, dann als Base schon drauf diesen Zement. Das ist eine absolut geile Farbe, die keine Farbe ist. Es geht ganz toll mit diesem Zoeva-Pinsel. Diese Palette ausgesucht, diese kleine von Smashbox, diese Matt-Palette. Das ist die ohne Shishi und Schnie-Schnie. Ich liebe die. Erstmal den kleinen Pinsel, Quatsch, einen kleinen Spiegel dabei und sehr schöne, alles matte Farben. Wunderbar, um sich jetzt ein mattes Augen-Make-up zu machen in diesen braunen Tönen mit ein bisschen Gold-Akzenten. Dafür nehme ich den Claudia Schiffer noch mit. Diesen Gold, wie heißt der? Cream Eyeshadow Gold. Der ist auch schon ganz schön runter. Der lässt mit der Qualität übrigens nach. Also qualitätsmäßig, der ist ein halbes Jahr alt. Kann man nicht mit Bobbi vergleichen. Und letztendlich kostet der vielleicht 5 Euro weniger als Bobbi Brown. Also ganz ehrlich, ne? Dann kann man auch sich gleich den Bobbi. Der hält Jahre und der ist nochmal. Ach, der war schon nach 3 Monaten, war der. So. Nun wollte ich nochmal was probieren. Den habe ich schon ganz lange bei mir im Dings da liegen. Das ist dieser von Shiseido, so ein lila Ton. Und so ein Fliederton, der lässt ja auch mal die Augen strahlen. Gut, könnte ich natürlich auch mitnehmen von, ich habe diesen Heather, diesen Cream Eyeshadow, aber schlecht ist der auch nicht. Jetzt gehe ich da mal mit dem Pinsel rein und mache mir ein bisschen. Also, weil ich habe viel so Klamotten. So. Die in diese Farbrichtung gehen. Und es ist ja eigentlich ganz schön, wenn sich das fortsetzt. Ne? Also, was man in, also in den Klamotten hat, diese Farben, wenn sich das auch ein bisschen im Augen-Make-up widerspiegelt, wiederfindet. Also Shiseido, ein cremiger, fliederfarbener Lidschatten. So, jetzt nehmen wir nochmal diesen Pinsel, diesen sauber, der ist jetzt sauber und nun verblende ich das ein wenig, dass wir da nicht so einen Rand haben. Jetzt kommt der zum Einsatz, zum Aufhellen in die Wasserlinie. Um einen schönen, der ist auch wasserfest. Man kann sich ja auch, wenn man jetzt so. Ich habe übrigens noch keine Mascara, ihr Süßen. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben für eine wasserfeste Mascara? Da wäre ich euch echt dankbar. Ich kenne keinen. Also ich kenne sie. Also nicht an meinen Augen. Das Problem ist, ich brauche wirklich einen super Tipp für eine wasserfeste Mascara, die jetzt nicht 30 Euro kostet, aber die trotzdem gut ist. Aber was natürlich auch schön ist, wenn man sich einfach so einen Lidstrich zieht. Wenn man jetzt nicht. Also wenn man so ein bisschen blass aussieht, einfach so ein Lidstrich. Ja? Und mit diesem Longwear Cream Eyeliner, auch von Bobbi Brown, da gibt es zig Sorten. Das ist Mauve, Black Mauve. Das ist nicht so ein ganz schwarz. Kann man sich perfekt jetzt nur so einen Strich ziehen.
und am Strand, ja, am Tag. Und der ist, wie gesagt, auch wasserfest. Dann hat man so ein bisschen was auf dem Auge. Gar nicht schlecht, ne? Ja. Ich meine, für meine Augenbrauen, die werde ich zwar vorher noch mal färben, aber also das hält ja keine 3 Wochen. Außerdem bleicht die Sonne das ja aus. Ich nehme diesen Bobby hier, diesen Eyebrow Shaper mit. So, ja, unbedingt Lippenpflege mit Schutzfaktor von Sundance, Schutzfaktor 30. Die Lippen umrandet mit diesem Lip Liner. Und nun war die große Frage, welche Lippenstifte nehme ich mit? Man hat ja so viele. Also dunkelrot ist Quatsch. Ich werde mehr im Nude Look da rumrennen und vielleicht ein bisschen rosa. Aber diese Ritzscheine, die sind einfach zu buttrig. Die sind, also die, durch diese Öle sind die zu weich. Die müsste ich dann nur im Kühlschrank aufbewahren. Und man wird ja nicht immer einen Kühlschrank jetzt in der Nähe haben. Also habe ich mich entschieden für 3 Dinge. Also einmal den von NYX, diesen tollen Lipgloss, NYX, ich schreibe es nochmal auf, von Maybelline, diesen tollen Stift. Ich zeig den jetzt mal. Also, Maybelline, Baby Lips, toll. Preiswert, super. Da ist ein Pickel. Klar. Und noch diesen Superstay 24 Stunden Creme Karamell. Die afrikanische Erde aus dem DM. Ich nehme diesen wirklich große flächigen Pinsel und rühre jetzt nicht drum, gehe da nur ganz leicht rein und am besten nehmt ihr ein bisschen ab vorher, weil das ist schon ziemlich heftig. Lieber mit wenig anfangen, ne? Sonst habt ihr zu viel. Gib erst immer auf die Wangen und dann die 3. So. So, also nochmal. Jetzt nehme ich das Täschchen und mache hinein. Einmal, also in diese Seite hier kommen meine Pinsel. Ich werde die natürlich nochmal auswaschen. Ich zeige euch das nur jetzt mal. Das ist wirklich sehr praktisch. Die Pinsel. Dann ist hier der zum Aufhellen, Natural Glaze, ein Lip Liner. Kommt hier noch irgendwas in die Seite? Nö. So, dann lege ich hier die großen Pinsel mit rein, einmal für den Bronzer und für die Mineral Foundation bei Minerals dieses gute Stück. So, gut zu, auf dort. Hier rein. Seht, das ist gar nicht so groß. Mal Rosenwasser, dieser Bronzepowder, Bow Minerals Original Foundation, die um einen matten Look mit einem schönen Bronzer und einfach so einem glänzenden mit dem Lipgloss, diese Palette von Smashbox Matt Covershot Matt. Das ist auch ein Klassiker, die haben gar nicht so viele Paletten. Smashbox, die kann ich euch, also von der Qualität ist die Spezzolini. Diese Blotting Papers Oil Free, ganz wichtig von Sundance, also Schutzfaktor 30, einen Lippenpflegestift von Bobbi Brown Longwear Cream Eyeshadow Cement. Longwear Cream Eyeliner, auch Bobbi Brown in Black Mauve. Bei dem weiß ich noch nicht, bei dem Claudia Schiffer. Dann wahrscheinlich ist er danach total ausgetrocknet. Ich weiß es nicht. Diesen Gold, ich glaube, ich nehme ihn mit, diesen Gold. Es ist ja wurscht, das ist jetzt Glas und ein bisschen schwerer. Aber wie gesagt, ich fliege ja nicht. Das noch mit rein. Da
Dann haben wir den Rosy Glow Highlighter Perfect Match und diesen lilanen mit diesem schön, ne? Dieses Lila hat so ein bisschen, macht so ein bisschen frisch das Auge, so wow, pep, pep, pep. Wenn man dann noch braun ist, also diesen von Shiseido. Und dann mein Eyebrow Shaper, also um die Augenbrauen, weil die mit Sicherheit ausbleichen, ein bisschen aufzupeppen. Diese drei Lippengeschichten, Nuxe Lip Gloss, Fortune Cookies oder irgendwas mit Biscuit Cookies. Dann dieser Baby Lips, gibt es noch vier verschiedene Farben und Creme Karamell, 24 Stunden Super Stay. So, jetzt brauche ich nur noch die Mascara. Und jetzt habe ich das hier alles mal so reingeworfen und schaut mal, so viel ist das gar nicht. Seht ihr? So viel ist das gar nicht. Nicht, dass es alles rausfällt. Das wäre es jetzt. So, also, das ist mein Täschchen. Queen of fucking everything. So. Und ich mag diese Tasche wirklich sehr. So, ihr Süßen, nun geht's in den Urlaub. Ich werde, wie gesagt, ist das jetzt meine Sommerpause. Das heißt ja, ganz Pause ist es ja nicht. Ich werde ja so ein paar Vlogs hochschießen. Ich werde meine Vlogging-Kamera mitnehmen, aber vielleicht mache ich es auch mal mit dem Handy. Weil mit dem Handy ist es insofern toll und ich werde auch den Stab mitnehmen, dass ich das Querformat habe und nicht das Hoch. Also manchmal, das ist so, ne, man hat so die Macht der Gewohnheit. Also mit dem Handy ist es insofern toll, weil das Handy leichter ist und weil man das gleich hochladen kann, also auf YouTube. Da muss ich jetzt nicht mit der Speicherkarte und das Ganze hin und her, trulala und tralala. Also irgendwie finde ich das, ich werde beides mitnehmen. Ich verspreche, von der Ostsee Impressionen euch einzufangen und in Berlin schöne Dinge, die ich sehe, wo ich denke, ach, das zeige ich euch. Und wenn es nur kurz ist, vielleicht auch auf Insta TV, das ist ja auch neu, da kann man ja jetzt auch länger als eine Minute Filme hochladen. Ich würde mich freuen, ihr Süßen, wenn ihr mir treu bleibt, wenn wir uns im Ende August wiedersehen. Also so richtig, dass ich dann hier so sitze mit dem Bild oder mit einem anderen Bild oder mit einem Blumenstrauß. Was haben wir denn dann? Haben wir die Hortensien, dann kommt es wieder. Dann haben wir den Spätsommer, wenn wir uns in alter Frische oder ja, in neuer Frische natürlich, in neuer Frische. Ich hoffe, ich werde ganz viel Kraft und Energie tanken. Und ich finde es cool, dass ihr mir Bescheid gegeben habt, dass wir in eine andere Sphäre eintreten, dass ich auch noch ein bisschen kochen werde. Also so ein paar Alltagsgeschichten einbauen, also Essen, ne? Superfood oder einfach so, wo ich denke, Mensch, das will ich euch mitteilen, das schmeckt mir, das mache ich gerne, das zeige ich euch. Gibt ja schon alles, ich meine, es gibt tausende Schminkkanäle, es gibt doch 100.000 Kochkanäle. Aber wir werden das schon so ein bisschen rocken, ne, ihr Süßen. Also, ich wünsche euch was. Und danke für die vielen lieben Wünsche und dass ihr überhaupt meinen Kanal abonniert habt, dass ihr zu meiner Community gehört. Das macht mich richtig happy. Ich habe so tolle Frauen. Ich sage euch das an euch alle. Dicke Bussis, ihr seid spitze, ihr seid toll. Und ohne euch würde es gar keinen Spaß machen. Auch wenn es diese ewigen Nöler gibt und Daumen runter drücke, ist halt so, aber ansonsten, es sind immer so viele Daumen nach oben und so viele Kommentare und so viele Aufrufe für den Kanal, den es gerade mal ein Jahr gibt. Also ich danke euch von Herzen, es ist richtig toll mit euch, es macht einen Riesenspaß und ich freue mich auf euch dann Ende August, Anfang September, ich weiß, ich wiederhole mich und wünsche euch eine ganz tolle Zeit, noch einen schönen Sommer. Und see you soon. Ach, ich habe meinen Spruch nicht gesagt. Bitte, ihr Lieben, bitte passt auf euch auf und seid gut zu euch. Ciao.